Herzlich willkommen. Musikurgeschichte Nummer 10 beschäftigt sich weiterhin mit den Blasinstrumenten. Diesmal kommen diese ganzen paläolithischen Flöten und das Anfangsvideo zeigt Ihnen einen Gegenstand, der höchstwahrscheinlich gar kein Instrument war, aber von einigen Kollegen dafür gehalten wird und wie Sie sehen, kann man ganz wunderbar trotzdem darauf musizieren. Wir werden uns mit dieser Frage sehr, sehr lange beschäftigen im Laufe dieser Vorlesung. Ansonsten wird es gehen um tatsächliche Flöten aus dem Paläolithikum, die wir tatsächlich überliefert haben, erst aus dem Jungpaläolithikum. Also, es geht in unserer Systematik um die Kernspaltflöten. Lange äh, werde ich mich dann beschäftigen mit der Frage, ob der Neandertaler äh, bereits Flöten spielen konnte, ob es Neandertaler-Flöten gibt, werde zu einem negativen Ergebnis kommen. Dann kommen, wie gesagt, die Jungpaläolithischen Flöten. Dann ein kleiner Schwenk noch auf die Epochen nach dem Paläolithikum, weil auch dort haben wir relativ viele Flöten und werde abschließen mit den Gefäßflöten. Wie Sie es gewohnt sind ein paar Folien zur Wiederholung. In der letzten Stunde hatte ich zunächst gesprochen über die freien Aerophone in der Systematik von Hornbostel und Sachs, die Gruppe 41. Da zunächst interessant die Ablenkungsairophone, unter denen die Unterbrechungsairophone heutzutage sehr, sehr wichtig sind, weil sie uns ähm, ganz, ganz viele Instrumente hier äh, bieten, die daraus konstruiert sind. Es geht um solche Zungen, die hier so also durchschlagen und den Luftstrom unterbrechen. Die sind drin in Mundharmonika, äh, Zierharmonika äh, und auch in Hupen. Dann gibt es die selbstklingenden Unterbrechungsairophone oder Zungen. Das sind genau diese und die nicht selbstklingenden Unterbrechungsairophone wäre dann so etwas wie die Sirene, wenn wir hier Druckluft draufbringen, die Scheibe rotiert äh, und dann entsteht dieser ja, typische Sirenenklang. Das wäre so ein äh, Unterbrechungseirophon, was nicht selbst klingt. Dann schließlich die große Gruppe der Wandel-Aerophone und die sind nun wiederum sehr sehr spannend für die prähistorischen Zeiten. Äh, zunächst mal hier äh, das Ende, während dann die Das sehen Sie hier unten rechts da nun hier diese Knallbüchsen. Äh, Im Prinzip Luft wird verdichtet, der, äh, der Korken ploppt raus. Das wäre so ein Explosiveirofon. Zu den Wandeleyrofonen gehören die sogenannten Schnurrer. Äh, hier in, in Afrika Beispiel, ich hatte ihnen einmal vorgeführt, wenn wir einen Knopf einfach auf einen Faden ziehen, das Ganze dann verwirbeln und äh, immer so äh, durchziehen und entspannen äh, zur Rotation bringen, entsteht zwar ein schnurrendes Geräusch, auch der Bumkreise, Jojo äh, und verschiedene andere. Äh, Arten von sehr, sehr einfachen Kinderspielgeräten gehören dazu, die durch Rotation im Prinzip so ein schnurrendes Geräusch erzeugen. Und dann natürlich die große Gruppe der Schwirrhölzer, die heutzutage ja ethnografisch eine große Rolle spielen, bei den australischen Ureinwohnern in Indonesien, äh, aber auch quer durch die Welt. Wir haben es gesehen, äh, sind sie überliefert. Und tatsächlich haben wir hier zumindest aus dem Magdalenaire, Solitrea einige Beispiele hier und dann über das Mesolithikum. Ähm, auch hier äh, im Prinzip der mh, Gang hier bis in die ähm, im Prinzip Sesshaftigkeit in Europa äh, kann sich vorstellen hier im Paläolithikum fallen diese Gegenstände noch großartig auf im archäologischen Befund späteren Zeiten dann ähm, ist es so dass sie uns in der Regel entgehen weil sie so schlicht aussehen dass wir sie schlicht als sowas ähm, was sie vielleicht waren nicht erkennen man kann diese Gegenstände sie sind ja häufig auch gut verziert ähm, auch multiple äh, interpretieren hier. Sie können ja auch als Amulette gedient haben. Äh, nichtsdestotrotz kann niemand äh, damit auch im Prinzip durch Schwirren Geräusche erzeugen. Dann kamen die eigentlichen Blasinstrumente in der Kategorie hier von Hornblasen und Sachs, die Gruppe 4.2. Darunter zunächst die äh, Kernspaltlosen, Flöten und Pfeifen. Hier am Beispiel solcher Verlangen von Paarhufern. Wir haben einige Beispiele hier aus dem äh, Magdalena oder allgemein aus dem Jungpaläolithikum. Dann hier mal ein Beispiel aus der Bronzezeit und hier noch älter dann aus dem Neolithikum. Im Prinzip chronologisch links, rechts und dann unten. Ich hatte darauf verwiesen, dass es nicht ganz so einfach ist, diese Gegenstände als Musikinstrumente immer anzusprechen, denn tatsächlich gibt es auch taphonomische Prozesse durch die Bodenlagerung, wenn da Erddruck entsteht und Steinchen in diesen Hohlraum drücken dass solche Gegenstände zufällig entstehen. Darauf muss man achten. Und äh, wichtig ist dann hier, dass wir die Herstellungsspuren von diesen Löchern äh, uns genau anschauen, um hier wirklich zu trennen, was ist menschengemacht und was ist durch Zufall oder durch natürliche Prozesse entstanden. Genau diese Frage wird uns jetzt auch beschäftigen gleich bei der Neandertaler Ist sie auf natürliche Weise entstanden oder ist sie tatsächlich von Neandertalern gefertigt worden? Insofern greifen wir diese Problematik, die uns im Prinzip immer beschäftigt, wenn wir hier über prähistorische Musikinstrumente sprechen, wieder auf. Abschließend noch gebracht hatte ich Ihnen dann bei den Kernspaltlosen Flöten diese einfachen Röhren, die hier äh, uns bereits im Paläolithikum begegnen, dann in verschiedenen Zusammenhängen hier im äh, Neolithikum. Und das Ganze hier mal in einem Ensemble, sehr, sehr schön ritzverziert, äh, hier aus Sibirien. Es ist natürlich nicht gesagt, ob es sich hier um Panflöten tatsächlich handelt, aber diese Röhren wären im Prinzip spielbar gewesen. Sicherer wird es hier erst in der ägäischen Bronzezeit. Hier ein Kykladenidol mit so einem Flötenspieler. Und dann natürlich in Europa in der Eisenzeit äh, auf diesen äh, bildlichen Darstellungen in der Situlinkunst. Äh, hatte ich auch äh, darauf verwiesen, auf diese verschiedenen Zusammenhänge, in denen musikalische Darstellungen auftreten hier äh, beim Gelage, wir hatten aber auch gesehen, musikalischer Wettstreit spielte eine Rolle äh, und tatsächlich im militärischen Zusammenhang marschierende Krieger, die so in Reihe stehen und Panflöten blasen. Das Ganze dann auch sehr, sehr gut belegt in der klassischen Antike, nicht nur in bildlichen Darstellungen, wie wir hier die zwei Beispiele sehen: einmal hier äh, Daphnis und Pan und der gute Hirte, ein frühchristliches Mosaik. Und hier auch aus Uitgeest mal einen solchen realen Fund aus dem Feuchtbodenmilieu. Eine Panflöte aus Buchsbaum. Hier nochmal die Zusammenfassung zu den Aerophonen, der eigentlichen Blasinstrumente Gruppe 4.2, Schneidenflöten oder Flöten. Die ohne Kernspalte, die Untergruppe 1 habe ich letzte Woche behandelt. Und wir kommen jetzt in der heutigen Sitzung zu den Flöten mit Kernspalte oder Spaltflöten. Im Prinzip das, was wir hier in der Mitte sehen. Und hier oben in der Abbildung C. Also der Luftstrom geht rein, wir blasen rein und er wird gespalten an einem Spalt, der sozusagen künstlich dort eingefügt worden sein muss. Im einfachsten Fall, Sie kennen es von der Blockflöte, ist das hier äh, dieser Spalt, den wir hier sehen äh, und hier auch noch mal, wie das äh, passiert. Also im Prinzip der Luftstrom stößt drauf auf den Spalt, wird abgelenkt und dadurch entsteht das Geräusch. Es gibt aber auch verschiedene Arten von Kerben. Wir müssen jetzt gar nicht so einen Spalt so ähm, im Prinzip erst erzeugen so hinten im Instrument, sondern man kann auch vorne dann so ähm, anblasen. Wir sehen hier mal verschiedene Arten von Kerben. Also sowas wäre, als wenn wir so eine Flasche anblasen. Aber dann kann es durchaus auch sein, dass wir hier einfach so Kerben haben an dem Röhrchen, die dazu führen, dass wir dann, wenn wir da gezielt draufblasen, ähm, uns auch so einen Kernspalteffekt liefern. Aber ein klassisches Prinzip der Kernspaltflöte wäre dann, dass wir eine Anblasöffnung äh, haben und dann versetzt hinten im Instrument erst den Spalt haben, der dann dazu führt, dass der Klang erzeugt wird. Ja, kommen wir nun hier äh, zu dem umstrittensten äh, Gegenstand, der die archäologische Forschung sehr, sehr lange äh, schon beschäftigt und bis heute äh, zu einer andauernden, hochspannenden ähm, aber unversöhnlichen äh, Diskussion beigetragen hat. Die kleine äh, Nation äh, Slowenien, äh, also eine nördliche ehemalige Teilrepublik Jugoslawiens, ist sehr, sehr stolz auf ihr archäologisches Erbe, sehr zu Recht. Es gibt dort sehr, sehr viele Funde, gerade aus der Umgebung von Ljubljana. Die Stadt heißt ja auf äh, österreichisch deutsche Leibach, äh, aus dem Leibacher Moor, die schon lange, lange äh, bekannt sind. Und es gibt dort auch eine wunderschöne ähm, Karstgegend. Ja, diese östlichen Alpen sind ja auch eine ähm, touristisch sehr attraktive Gegend. Und dort in diesem istrischen Karst gibt es zahlreiche Höhlen. Aus einer dieser Höhlen stand nun ein Fund, der hier im ähm, Slowenischen Nationalmuseum in Ljubljana ähm, auch so ein bisschen präsentiert wird, so als das älteste äh, Musikinstrument der Welt. Tatsächlich, wenn es eins wäre, ähm, bewusst gefertigt wäre es so. Denn dieser Gegenstand, Sie sehen es hier schon, ist sehr, sehr alt und nochmal so gute 10.000 Jahre älter als alle Instrumentenfunde, die wir ansonsten haben. Er stammt nämlich aus einer Zeit von 50.000 bis 60.000 Jahre vor heute. Und das ist nun deswegen interessant, weil wir in diesem Zeitraum in Europa noch nicht den anatomisch modernen Menschen haben, sondern das ist nun die Zeit des Musterian, die klassische Zeit der Neandertaler. Dieser Fund hat es auch äh, auf einer Briefmarke geschafft. Hier die Slowenische Post äh, hat nun vor einigen Jahren hier diesen Höhlenbergenknochen veröffentlicht mit äh, den Löchern. Äh, und dann hier mh, diese Divir Babe Höhle, das ist nämlich der Fundplatz, von dem sie stammt, ist hier verewigt worden. Äh, insofern können Sie sich vorstellen, ist das auch von großer nationaler Bedeutung, dieser Fund. Dennoch müssen wir uns sehr, sehr kritisch damit auseinandersetzen. Deswegen schauen wir hier kurz rein. Das ist nun die Landkarte, dieses wunderschöne Land mit einem sehr, sehr schmalen Zugang hier zum Adriatischen Meer, südlich von Triest. Belegt hier hauptsächlich den Ostalpenraum, südlich von Österreich und östlich von Italien. Hier angrenzen dann an weitere Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawien. Hier konkret wäre das Kroatien. Hier nun die Hauptstadt Ljubljana und etwa wenige Kilometer westlich davon sehen wir es hier Divje Babe archaeological Park. Dort ist dieser Fundplatz verortet. So sieht das Ganze aus. Ich sagte es schon: der istrische Karst in Slowenien. Die Höhle oder der Zugang zur Höhle befindet sich 230 Meter oberhalb des idriza Flusses bei Cerkno. Diese Divje Babe 1 Höhle. Ist nur äh, 45 Meter lang. Im Eingangsteil ist sie dann weniger als 10 Meter breit und im Inneren weitet sie sich auf auf bis zu äh, 15 Meter. Äh, es finden dort Grabungen statt seit den 80er Jahren äh, unter der Leitung von Midja Broda zunächst und die Grabungsleitung übernahm dann ab 1986 Ivan Turk, der bis heute dort äh, forscht. Hier sehen Sie einen Einblick in die Höhle, äh, die jetzt so teilweise so für Besucher auch erschlossen wurde. Ich weiß nicht, ob sie öffentlich zugänglich ist, aber man sieht hier einige Installationen, die nun hier direkt in die Grabung reinführen, diese Leiter. Das Ganze ist auch gut ausgeleuchtet und im Prinzip hier einer Besichtigung zugänglich. So sieht das Ganze dann oberhalb aus, wenn wir jetzt mal draufblicken auf diese Höhle. Sie sehen es hier. Verschiedene Areale sind hier ergraben worden. Das ist dann so markiert hier mit gelber Farbe. Dann hier die Artefakte, wie sie einzeln eingemessen wurden. Wir sehen hier einiges an Steingeräten, aber interessant dann auch Feuerstellen hier äh, an verschiedenen äh, Stellen im rückwärtigen Teil der Höhle. Und hier an dieser Stelle und an dieser Stelle, also einmal hier und einmal hier, äh, dann auch Knochenfunde. Kurz zur Stratigraphie. Das Sediment ist hier fein stratigraphisch abgetragen worden und wir sehen hier verschiedene Schichten, die hier von 2, also 1 wäre dann der rezente Begehungshorizont der Höhle, bis 26 abgetragen wurden und hier in einer Tiefe von 11 Metern führen. Wir sehen es, die Stratigraphie ist hier eigentlich relativ gut aufschließbar. Es gibt hier keine großen Störungen, immer wieder solche, ja wahrscheinlich Stalagmiten, die hier runtergefallen sind. Und hier in den Kulturschichten drin liegen ansonsten eine klare Trennung hier, wahrscheinlich farblich oder auch durch die unterschiedliche Konsistenz des Sediments ist das gut unterscheidbar gewesen. Das Ganze ist sehr gut auch naturwissenschaftlich begleitet worden. Wir sehen nun hier, das Höhensediment spiegelt uns im Prinzip die großen klimatischen Schwankungen der letzten Eiszeiten. Wir sehen es hier mal abgetragen von Schicht 3 bis 22, also es ist noch nicht mal das Ganze. Äh, Profil hier wiedergegeben. Ich äh, muss das kurz erklären äh, auf der Folie vielleicht. Wenn wir jetzt hier schauen, das ist immer kalt auf dieser Seite und hier ist es warm. Und dann äh, sehen wir nun hier, wie diese Kaltzeit von einer Warmzeit, relativen Warmzeit hier abgelöst wird, wo dann auch hier verschiedene Hölzer äh, auftauchen, also konkret dann Pollen wahrscheinlich im Höhlensediment ähm, hier, die uns eine Warmzeit anzeigen. Und dann hier geht es nochmal zurück, die letzte Eiszeit hier ganz klar sichtbar, 46.000 bis 50.000 vor heute, äh, um dann hier mh, äh, Temperaturen wieder, also, nee, im Moment, umgekehrt ist es, also hier ist kalt, hier wird es kalt, hier ist es warm, äh, um dann hier das Ende der letzten Eiszeit hier überzugehen. Und just nun aus dieser Schicht hier, äh, wo wir es hier äh, zu tun haben, so mit etwa 60.000 bis 50.000 Jahre, vor heute äh, stammen nun diese Funde. Ein kurzer Blick auf diese Funde, das ist ganz äh, aufschlussreich. Es handelt sich hier um eine typische, wirklich, ähm, also wie aus dem Lehrbuch äh, Levallois-Technik, ähm, Industrie des Neandertalers, die zumindest in Europa mit dem Neandertaler verbunden wird. Also klassische Abschlaggeräte, die so hergestellt werden. Sie erinnern sich an eine der ersten Vorlesungen, dass man dort zunächst mal so lange Abschläge runterholt, bis man eine Zielform erreicht hat, die dann mit einem gezielten, endgültigen Schlag vom Kern runtergeholt wird. Das Ganze kann man dann retuschieren und durch Retuschen dann verschiedene andere Zielformen hier erhalten, solche Kratzer, Schaber und hier auch mal so ein klingenartiges Gerät, was aber tatsächlich so ein Kerngerät noch darstellt. Und hochinteressant, neben den lithischen Artefakten haben wir nun hier einige Knochenfunde. Das liegt daran, dass die Erhaltungsbedingungen in dieser Höhle recht gut zu sein scheinen. Äh, wir sehen hier mal so alenartige Gegenstände, dann hier einiges an durchbohrten Artefakten und das hier, die Nummer 10 auf dieser Tafel, ist nun der fragliche Gegenstand, von dem ähm, jetzt davon ausgegangen wird, hier von den slowenischen Kollegen, aufgrund dieser äh, Durchbohrungen hier, hier, hier. Wir sehen zwei mittige Löcher, das andere ist so ein bisschen unklar. Ähm, ob das nun eine Flöte gewesen sei. Der Knochen äh, ließ sich taxonomisch bestimmen hier von den Zoologen, gehört zu einem Kleintier, äh, eines Höhlenbären, Ursus speleus. Und dort ist es von der hinteren äh, linken Extremität der Oberschenkel, sehen ihn hier drin, daher äh, dann dieser Knochen. Und ähm, wir sehen nun diesen Mittelstück von so einem Oberschenkelknochen, von so einem kleinen Höhlenbär. Das Ganze ist hier offenbar 21 cm lang und eben im Vergleich zu ausgewachsenen Höhlenbären einem Kleintier zuzuordnen. Interessant ist nun, dass außerhalb der divir Babe höhle die wir hier sehen, nördlich von Istrien, es ist noch in Istrien selbst hier am Übergang zu den Dinarischen Bergen aus Kroatien bei Lokver einen weiteren Fund gibt, der hier Durchbohrt ist. Und dann hier äh, Potocka, Sialka, noch ein weiterer slowenischer Fund, aber auch hier äh, bis nach Ungarn rein äh, und vor allen Dingen in Österreich und hier Bärenhöhle äh, bei uns in Baden-Württemberg oder Ranes hier in Thüringen. Immer wieder auftauchen hier Artefakte oder nicht Artefakte, äh, Knochengegenstände, die nun solche Löcher aufweisen und die nun von den Kollegen immer wieder auch als Flöten äh, publiziert wurden. Deswegen müssen wir uns mit dieser Frage ähm, beschäftigen. Äh, wir sehen es, es sind durchaus unterschiedliche Gegenstände. Ähm, wenn man hier bei, der divier -Babe, äh, bei diesem divier barbe stück davon ausgehen kann, dass diese zwei Löcher hier relativ in Reihe liegen, ist das nur hier bei diesen anderen Stücken hier ähm, nicht immer der Fall. Zum Teil sind es einzelne Löcher, äh, hier auch mal in so einem Unterkiefer. Oder hier an diesem Stück sehen wir es so relativ versetzt. Nicht diese Stücke sind immer wieder ähm, auch ganz, ganz äh, unterschiedlich und lassen keinerlei Einheitlichkeit ähm, erkennen, was vielleicht eine Voraussetzung gewesen wäre, wenn es hier tatsächlich sich um ähm, äh, nicht Idiophone, sondern ähm, Aerophone äh, handeln sollte. Ganz konkret zu diesem Stück, wir sehen es hier mal im Vergleich zu Steinartefakten aus der Höhle hier einige von diesen Levalor-Abschlägen. Hier mal so ein Bohrer und dann hier dieses Stück mit seinen 21 Zentimetern, Also hier ganz hübsch drapiert aus einem Katalog hier von dem Slowenischen Nationalmuseum. Und dann ist hier ein Artikel wichtig, Albrecht et alia 1998, an dem hier bereits Experimente durchgeführt wurden. Zum einen dieser Löcher zu bohren, tatsächlich mit so einem Artefakt wie in der Anathalerzeit, Zeit, das sehen wir hier in der ersten Abbildung, und dann hier Rekonstruktion, ähm, Durchschlag mit einem Silex-Punch, also so einer eine Art Meißel, äh, wenn man da draufschlägt auf diesen Knochen, nicht was das für eine Art Loch ergeben würde, oder wenn wir nur so gegenbeißen würden, hier simulieren einen Biss von so einem. Predator, also im Prinzip ein Raubtier, wenn das so gegenseitig so zubeißen würde auf den Knochen und ähm, dann was dort für Marken entstehen würden. Und bereits dieser Artikel ähm, lässt große Zweifel aufkommen daran, äh, ob es sich hier um ein Artefakt handelt, also von Menschen gemacht, denn diese beiden ersten Techniken hier, sowohl das Bohren äh, mit einem Stichel, als auch das Durchschlagen mit einem Meißel auf Silex äh, führen nicht äh, zu solchen Marken im Knochen, wie sie erwarten würden, wenn wir es da zu tun hätten mit einer äh, Flöte. Sondern tatsächlich sieht es so aus, dass dieser Gegenbiss hier von so zwei, also zwei Press äh, ähm, im Prinzip Abdrücke äh, dann dazu führen würden, dass wir dort solche Marken erhalten würden. Welche Raubtiere kämen in Frage im, im Mittelpaläolithikum? Damit haben sich auch ähm, hier Wissenschaftler beschäftigt. Da ist nur ein anderer Aufsatz hier von Diedrich. 2016 ähm, von Bedeutung. Wir sehen es hier, eine Rekonstruktion der äh, Fauna des ähm, Mittelpaläolithikums, hier mal so diese Höhle. Und da sehen wir nun hier unsere winterschlafenden Bären. Und dann gibt es drei Arten hier von Tieren, die in Frage kommen nochmal. Das eine ist der Eiszeitwolf, äh, Canis lupus äh, speleus, also Höhlenwolf im Prinzip. Dann hätten wir hier die Höhlen. Hyäne, Krokuta, Krokuta, Spelea und als drittes äh, Panthera Leo Spelea, also das wäre dann der eiszeitliche Steppenlöwe. Äh, Alle drei äh, würden im Prinzip Jagd machen, auch auf solche überwinternden Höhlenbären. Wir sehen hier ihr Gebiss abgebildet, äh, nicht hier mit diesen äh, Reißzähnen vorne äh, und äh, auch hier gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen an den Knochen, außer die wir Babelhülle, äh, wo wir nun sehen, neben diesen Löchern, die nun auftauchen an diesen Knochen, gibt es eine ganze Reihe von Marken hier, äh, die nicht dazu geführt haben, dass der Knochen durchstochen wurde, äh, sondern die so Abnutzungen zeigen. Und auch unser fragliches Stück wäre im Falle dieses hier, äh, weist nun an den Rändern hier auch äh, solche Kratzspuren auf. Und das ist immerhin bemerkenswert. Und wir sehen nun auch, das Ganze fügt sich hier ein, in eine große Gruppe von solchen Artefakten mit Tierverbussspuren, die aus ganz unterschiedlichen Regionen stammen. Ihr können es wahrscheinlich kaum erkennen, deswegen lese ich es Ihnen vor. Das eine wäre hier die vier, die die höhle Dann aber auch hier Kepler-Höhle in Deutschland. Dann Jama in Slowenien, aber auch hier dann die Pestera Kuase in Rumänien. Oder die Hermannshöhle in Deutschland. All äh, diese Plätze zeigen nun hier immer wieder solche Knochen mit Tierverbissspuren. Äh, ja, Fazit: äh, Höhlenbären sind natürlich gut belegt hier im Laufe der Eiszeit. Ähm, sie suchen dann zum Überwintern äh, gerne Höhlen auf und das Ganze zieht sich hier quer durch Europa, also aus dem Karpatenbecken hier, Transsilvanien äh, bis über Slowenien hier. In unserem Bereich hier in Deutschland, wir sehen es hier mal, die Landschaft muss man sich so vorstellen, viele Wassermassen waren damals noch in den kontinentalen Eisschäfen gebunden, deswegen haben wir eine geschlossene Landmasse zwischen den britischen Inseln und Skandinavien einerseits und dem europäischen Festland andererseits. Auch die Situation hier entlang der Adria es stellt sich anders dar. Die Adria war viel kleiner, also wir haben eine breite Übergangszone hier zwischen Italien. Und im Balkan, genau in diesem Bereich, lokalisiert sind nun diese Höhlen. Und das Fazit, das traurige, ernüchternde Fazit zum Fund, aus dem wir wäre dann dieses. Tatsächlich wird favorisiert jetzt die Hyäne, die Höhlenhyäne, die nun hier durch einen gezielten Biss hier längs in den Knochen hinein. Da reingebissen hätte, um an das Markt zu gelangen von diesem Höhlenbären. Und das wäre nun die Deutung äh, dieses einen Stückes. Ja, also kurzum, ist es höchstwahrscheinlich kein menschengemachtes Stück. Äh, dennoch, und das ist das Spannende, kann man darauf musizieren. Also dieser Nachbau äh, klang ja im Vorfilm ganz äh, interessant. Wir haben es gehört, das ist auch eine bekannte Melodie, äh, die da nun uns äh, zu Ohren gebracht wurde. Und das ist nun der klassische Fall eines Pseudo-Instrumentes. Wir können irgendeinen Gegenstand nehmen, den wir so finden, der nun nicht unbedingt ähm, dafür gefertigt ist, dass es ein Musikinstrument ist und wir können darauf Musik machen. Ja, Und es äh, gibt immer wieder Tagungen dort in äh, Slowenien, wo dann die Kollegen sich einen Künstler einladen, der dann auf ähm, dieser nachgebauten äh, Flöte äh, spielt. Nichtsdestotrotz äh, deutet doch alles darauf hin, dass wir es hier mit einem natürlichen Produkt, im Falle Tierverbiss, der Höhlenhyäne an einem Höhlenbärenknochen zu tun haben. Und insofern müssen wir diesen Gegenstand leider aus der Gruppe der Musikinstrumente aussortieren. Man könnte jetzt natürlich noch mal ein bisschen darüber reden, über die mentalen Fähigkeiten des Neandertalers. Sie erinnern sich, als ich über die menschliche Stimme sprach, haben wir gesehen, der Neandertaler hat einen Kehlkopf, der sich grundsätzlich unterscheidet von dem Kehlkopf des, ähm, der heute noch lebenden Menschenaffen. Er ist viel näher dran als die, an dem Kehlkopf des anatomisch modernen Menschen. Insofern wäre sozusagen das Sprachgerüst, der Apparat wäre da, zumindest von der Kehle her. Ähm, es ist die Frage, ob er diese Laute auch artikulieren könnte. Da haben wir gesehen, ähm, bei diesen Abbildungen dort von seinem ähm, Rachenraum, der auch rekonstruiert werden konnte, über diese Funde aus der äh, Cueva de los Huesos in Spanien, äh, dass das äh, schon problematischer ist, weil er offenbar nur dazu in der Lage war, Laute hervorzubringen, die auf dem Niveau eines heutigen Kleinkindes liegen. Also schon da sehen wir eine Differenzierung. Also er kann äh, im Prinzip die Laute hervorbringen, aber bei der Artikulation äh, stellen sich dann Probleme. Äh, das Dritte ist dann äh, im Prinzip die genetische Argumentation. Und da sehen wir nun auch eher Übereinstimmungen. Fox P2 ist vom Neandertaler sehr, sehr ähnlich beziehungsweise identisch mit im Prinzip dem, was der anatomisch moderne Mensch hat. Unterscheidet sich von Schimpansen, Gorilla, Orangutan doch sehr deutlich, zumindest in diesem Abschnitt. Und Fox P2 ist natürlich zuständig dafür, Sprache zu steuern. Also auf diesem Gebiet wäre schon wieder sozusagen ein Argument dafür, also dass er sprechen konnte auf jeden Fall und auch ähm, eventuell musikalisch ähm, sich artikulieren konnte. Aber so viel wir ihm zutrauen, und das wissen wir ja schon lange aufgrund dieser Levallois-Technik, äh, die ja auch wahrscheinlich durch Sprache am besten vermittelt werden kann und nicht so sehr durch Zuschauen, ist wahrscheinlich diese Geschichte, dass er auf einer Flöte spielen konnte, ein bisschen zu viel. Gut, schauen wir nun äh, in die... Äh, sicheren Belege hinein und da müssen wir nicht weit gehen, hier von Tübingen aus. Äh, wir wandern einfach südlich hier ins Aach- und Lohnetal. Äh, beides zwei schöne kleine Flüsschen. Äh, hier gerade die Aach, ähm, Blau und sowas, äh, Flüsse, die hier aus solchen Töpfen entspringen und hier in der Gegend von Ulm in die junge äh, Donau fließen. Nicht diese junge Donau, für mich als äh, Berliner immer wieder erstaunlich, äh, wie klein dieser Fluss ist. ja wenn man das kennt, so aus Bulgarien, äh, Serbien, dieser gewaltige europäische Strom mit seinen Wassermassen. Ähm, und man kann es gar nicht glauben, dass das hier auch die Donau ist, dann ähm, so hinter Augsburg, ja, immer dieses äh, kleine Rinnsal. Aber dennoch ähm, steht das im Zusammenhang mit dem, was dann schließlich ins Schwarze Meer mündet äh, und nun diese Quellflüsse hier, von denen Aach und Lohne eben, ähm, doch eine der, einige der größeren sind. Da gibt es nun im Umfeld einige Höhlen, die wir hier angezeichnet sehen. Zunächst mal die Nummer 1 wäre das Geißenklösterle. Dann 2, äh, der sogenannte Hohle Fels. Ähm, drei hier im Lohnetal wäre die Hohenstein-Stadelhöhle und gleich daneben äh, in unmittelbarer Nachbarschaft die äh, Höhle. Ich werde auf Geißenklösterle äh, hohlefels, und Vogelherd im folgenden eingehen. Und ähm, alle drei liegen in dieser Karstformation am südlichen Abhang der Schwäbischen Alb an diesen Zuflüssen der Donau. Fangen wir zunächst an mit dem Hohlefels. Äh, hier sehen wir mal ein Bild aus dem Höhleninneren nach außen geschaut. Wir sehen es, es sind hier mindestens zwei Zugänge. Ähm, sehr, sehr schön, eine doch recht niedrige Höhle, die hier bereits im Jahre 1931 entdeckt wurde. Und als archäologischer Fundplatz hier durch Hermann Mohn eingeführt wurde. Im gleichen Jahr begannen erste Grabungen unter Leitung von Gustav Rieck hier vom Tübinger Institut aus. Und äh, aus dieser Zeit stammen nun auch einige kleine Knochenfragmente, die nun hier äh, analog zu späteren Funden äh, insgesamt zwei Flöten zugeordnet werden können. Äh, diese erste Flöte hier. Besteht aus drei Fragmenten, von denen lediglich das unterste Fragment hier so eine kleine Aussparung hat, die daran denken lässt, dass es sich hier um ein Griffloch handelt. Ansonsten ist es im Prinzip nur dieser Röhrenknochen, der uns hier daran denken lässt. Und dann hier gibt es ein einziges Fragment von einer zweiten Flöte, die auch nur in Analogie zu den späteren, vollständigeren Flötenfunden als solche angesprochen werden kann. Interessant ist hier vor allem diese Kerbung die wir immer wieder auf diesen ähm, Knochen sehen können, die dazu führt, dass das Ganze als Höhle ähm, angesprochen werden kann. Also soviel zu den Vogelherdflöten. Schauen wir nun äh, zum Geißenklösterle rüber. Hier nun ein Blick auf die moderne Grabung. Äh, da nun einiges hier an Schnüren, äh, die dabei helfen, äh, nicht nur zu vermessen, sondern auch einiges da an Gerätschaften ähm, anzubinden. Auch hier ein paar Worte zur Forschungsgeschichte. Der Platz wurde von Rainer Blumentritt 1957 erst ähm, als archäologische Fundstätte äh, bekannt gemacht. 1963 fanden dann erste Sondagen durch Gustav Rieck im mittleren Höhlenbereich statt. Äh, es folgten dann von 1973 bis 1991 regelmäßige Grabungen unter der Leitung von Eberhard Wagner und dann 1974 zusammen mit Joachim Hahn hier vom Tübinger äh, Institut. Und spannend nun, Seit ähm, 2001, 2002 äh, in regelmäßigen Kampagnen hier unter Leitung von Niklas Konrad äh, und bis zu seiner Pensionierung auch Hans-Peter Erbmann als äh, Zoologe hier von der Universität Tübingen mit unseren wunderbaren Studenten äh, wird dieser ungewöhnliche äh, und sehr, sehr fundreiche Platz hier gegraben. Und das ist auch der wichtigste Grund, warum man hier diese Gegenstände, die wahrscheinlich an vielen Orten der alten Welt da sind, auch als solche erkennt. Denn wir brauchen Spezialisten, die diese Dinge gut dokumentieren und dann vor allen Dingen auch als solche erkennen. Schauen wir hier auf eine Darstellung der neueren Grabungen und da konkret die Verteilung dieser Fragmente von solchen Röhrenknochen, die mit... Flöten eventuell in Verbindung gebracht werden können. Wir sehen es hier, es handelt sich um drei Flöten. Das eine wäre hier blau markiert. Da sehen wir hier auf einem engen, sehr engen konzentrierten Bereich. Ein einziger Quadrant ist hier davon betroffen. Sehr, sehr viele Fragmente, die dieser ersten Flöte zugewiesen werden können. Die Fragmente der zweiten Flöte finden sich hier etwas weiter verteilt auf einen anderen äh, Quadranten. Und bei der dritten Flöte ist es sogar so, dass wir hier einen sehr engen Fundbereich haben an einer Stelle. Aber es gibt immerhin hier äh, nordwestlich und äh, also nordöstlich Verzeihung, und dann südwestlich ähm, äh, zwei Fragmente, die auf jeden Fall hier noch ähm, angepasst werden können. Also im Prinzip diese drei ähm, Flötenfunde äh, hier relativ dicht beieinander liegend, zwei sogar mit lokaler, räumlicher Überschneidung. Und dann hier die Konzentration dieser Fragmente auf engem Raum deuten schon darauf hin, dass das Ganze hier irgendwie zusammengehört. Schauen wir die uns an, Flöte Nummer 1 aus dem Radius, also einem Flügelknochen, eines Singschwans gefertigt. Es handelt sich um 23 Fragmente. Die Flöte zusammengeklebt aus ihren Einzelteilen entspricht dann einer Länge, einer erhaltenen Länge von 12,6 cm. Ähm, wir haben mindestens drei Löcher belegt, die sehen Sie auch ganz deutlich. Und wichtig ist dann, sie ist ritzverziert äh, an den Rändern, immer wieder diese Kerben, die hier äh, charakteristisch sind. Ja, Flöte 2, lediglich kleine Bruchteile. Wir haben es gesehen in der Verteilung, ähm, auch aus einem Vogelknochen, der sich offenbar hier zoologisch nicht weiter bestimmen ließe. Und am bemerkenswertesten ist hier die dritte Flöte, die ist nämlich nicht aus einem Vogelknochen gefertigt. Vogelknochen ist einfach von der Fertigung, weil diese Vogelknochen sind ja schon hohl, eine für sich. Man muss nur noch die Löcher bohren und irgendwie dafür sorgen, dass wir ein Mundstück haben. Sondern hier etwas ganz Komplexes aus Mammuthilfenbein, also dem Stoßzahn eines Mammuts. Ein größeres Stück und 30 Fragmente rekonstruieren lässt sich eine Länge von 18,7 Zentimetern. Wir haben dann hier auch Ritzverzierungen und Kerben und das Ganze werden wir uns gleich anschauen. Ja, schauen wir uns nun den dritten Fundplatz uns an, den Hohlefels. Auch hier ein paar Worte zur Grabungsgeschichte. Das ist diejenige der drei Höhlen, die am allerlängsten bekannt ist. 1830 bereits berichtete Karl Friedrich Rieksinger über Funde von Höhlenbärenknochen aus der Höhle. Erste Grabungen fanden dann in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts statt durch Oskar Fraß und Pfarrer Hartmann, die nun Reste hier der eiszeitlichen ähm, Fauna äh, offenbarten. Höhlenbär hier, Mammut und Wildpferd sind belegt. Und äh, schließlich dann steigt die Universität Tübingen hier unter, äh, also weiterhin Fraß und Hartmann. Dann aber auch R.R. Schmidt ähm, hier äh, stellt dann Nachgrabungen an ab dem Jahre 1906. Im Prinzip auch eine alte Tradition hier des Tübinger Instituts, im Prinzip die älteste der Höhlengrabungen. Wenn man hier vom Institut, vom Urgeschichtlichen Forschungsinstitut in Tübingen mal ähm, ausgeht, und dann Relevanz hier sind dann äh, schließlich diese Grabungen unter Gerlinde Matschak und Gustav Rieck in den Jahren 1958 bis 1960. Und dann schließlich äh, hier wieder aufgenommen dann 1977 ähm, Uni Tübingen unter Leitung von Joachim Hahn äh, ab 1977. Ja, auch das äh, wird fortgeführt, da habe ich jetzt keine Jahreszahlen, äh, nicht wissenschaftlicher Leiter hier, äh, Niklas Connard, äh, in Kooperation natürlich immer mit dem Landesamt für äh, Archäologie, äh, Landesamt für Denkmalpflege, Baden-Württemberg nicht und da äh, konkret die Archäologie, die hier einsteigt. Und hier mal ein Blick auf unsere Studierenden bei der Freilegung und hier, wo der Pfeil ist, dann einer von diesen exceptionellen Funden hier aus dem ähm, Hohlefels. Schauen wir hier uns ein Profil an und eine 3D-Darstellung des äh, Profiles. Wir sehen es hier. Es handelt sich um verschiedene Schichten, die vom Mittelpaläolithikum, also der Zeit des Neandertalers, hier hineinführen bis in die Neuzeit äh, Holozän ist die Zeit nach dem Ende der letzten Eiszeit, also in der wir auch heute noch leben. Dann die letzte Stufe hier des Pleistozän Magdalenia äh, Gravitia, Wir haben einen Übergangshorizont zwischen Gravitia und Aurignacia. Und dann hier die älteste Stufe des Jungpaläolithikums ist das Orinacia. Ähm, direkt ähm, darunter liegt nun das Mittelpaläolithikum, die Zeit des Neandertalers. Und hochspannend, äh, jetzt dieser äh, Block hier mal rausgezeichnet und in 3D wiedergegeben, aus dem stammen nun äh, nicht nur 1, 2, 3 Flöten, sondern auch die berühmte Venus äh, vom Hohlefels äh, stammt hierher und mit Schwarz angegeben. Das ist nun auch spannend. Haben wir hier verschiedene äh, C14-Daten, die uns nun helfen, hier die Zeitstellung dieser Funde genau zu bestimmen? C14-Datierung im Paläolithikum ist keine banale Sache, äh, denn äh, C14 wird ja gemessen anhand des Verfalls von radioaktivem Kohlenstoff. Ähm, je nachdem, wie wenig ähm, radioaktiver, also C14-Kohlenstoff, im Verhältnis zu C12 in der Probe drin ist, umso älter müsste der Gegenstand sein. Damit hätten wir ein relatives Maß, also umso weniger drin ist, umso älter ist es. Aber die Frage ist nun, wie alt genau? Und das ist nun eine Sache, die ist im Paläolithikum nicht so einfach zu beantworten, denn zur Kalibration, also im Prinzip zum Feintuning ähm, dieser Altersdatierung, brauchen wir etwas anderes. Wir brauchen einen jahrgenauen Kalender und den liefern uns Hölzer. Äh, konkret die Dendrochronologie ist hier hilfreich. Also im Prinzip das ist das aneinanderreihen von Jahrringen. Diese Jahrringe können wir dann auch C14 datieren. Wir können sie abzählen von heute äh, rückblickend im Prinzip bis dahin, wo Bäume dann standen und können dann schauen, unsere archäologisch gewonnenen Daten abgleichen mit den Messungen an Baumringen, können die in Übereinklang bringen und dann schauen, aha, wo ist genau nun das Alter äh, von unserer Probe anzusehen. Ja, was ist nun das Problem im Paläolithikum? Wenn wir das jetzt sehen hier. Im Prinzip, das ist alles noch Eiszeit. Ja, und hier erst haben wir die Wiederbewaldung. Es gibt schlicht und ergreifend keine Baumkurve, die nun ins Paläolithikum hier reinreicht und die uns helfen würde, äh, unsere Hölzer hier äh, in Übereinklang zu bringen mit den ähm, ja, archäologischen Samples, weil wir einfach diese Hölzer nicht haben. Was macht man da? Man nimmt sich andere ähm, sehr gut belegte ähm, Sedimente oder Proben. Aber das Ganze ist bei weitem nicht so genau wie im Prinzip der Abgleich mit den Jahrringen. Dennoch ist es gelungen, dank vor allen Dingen Pionierarbeit von Bernhard Weniger und Olaf Jöris, Kollegen, die da in Mainz und in Köln arbeiten, die nun auch ein Programm entworfen haben, KALPAL nennt sich das Ganze, Kalibration im Paläolithikum, das war der Ursprung, und die nun helfen, uns diese Daten auch hier in den heutigen Kalender zu bringen. Und daher wissen wir nun, dass diese äh, Schicht hier sehr, sehr alt ist, also ungefähr in die Zeit von äh, 45.000 Jahren losgeht bis 40.000 äh, und dann am oberen Ende des Orinassians hier sicherlich in diese Zeit äh, 35.000 Jahre vor heute gehört. Und in diesen Zeithorizont gehören nun hier an dieser Stelle diese Venus und drei äh, Flöten. Schauen wir die uns an. Wunderschön, diese Flöte hier vom Hohlefels, die am Stück hier gefunden wurde. Und das hilft uns jetzt, diese ganzen Fragmente, die wir auch kennen, hier nun überhaupt als solche anzusprechen. Denn erst wenn wir einen Fund mal in Gänze haben, sehen wir eigentlich, was das ist. Wir sehen hier auch einen Knochen von einem Vogel, der nun hier durch Schaben. Durch Abschaben diese Löcher ähm, hat, also ganz äh, bewusst hier wirklich abgearbeitet vom Menschen. Äh, diese Löcher und auch das Mundstück ist erhalten, das ist ganz bemerkenswert. Äh, nicht, das ist hier nicht nur so irgendwie abgesägt worden, äh, sondern hier tatsächlich so abgeschrägt äh, angefeilt. Und Sie werden es gleich sehen im Schlussvideo. Man kann direkt ohne Mundstück da reinblasen, so schräg. Äh, nicht in der frühen Form einer Kernspaltflöte ist hier nun diese eine Flöte vom Hohlefels. Und darauf ganz wunderbar äh, Musik machen. Wir sehen es, dass nun unzweifelhaft wirklich ein Artefakt Menschen gemacht, äh, allerdings nach der Zeit des Neandertalers, äh, als hier nur noch, zumindest in Mitteleuropa, der anatomisch moderne Mensch unterwegs war. Äh, und der hat nun diese Flöte hier ähm, gefertigt. Hier mal Details von dieser anderen äh, Flöte. Sehr viel schlechter erhalten. Ich meine, das ist dieses eine Stück, was hier auch im Museum der Universität Tübingen liegt. Wir sehen hier ein Fragment C, äh, wo wir ein Loch haben, auch dieses andere glücklicherweise mit einem Loch und B dann nur über diese Kerben, äh, die wir hier haben, dann auch tatsächlich zuordnenbar. Interessant nun, äh, hier Geißenklösterle. Äh, das hatten wir ja gesehen, diese Flöten immer wieder hier aus diesen ähm, Flügelknochen von Vögeln. Hier mal ein Beispiel dafür. Hier so ein äh, schwanartiges ähm, Tier. Hm, ich sehe jetzt nicht, dass hier angegeben wäre, um welchen Vogel es sich äh, handelt, ist aber im Falle egal. Also wir müssten das dann so machen, dass wir hier im Prinzip die Enden des Knochens absägen äh, und dann die Löcher bohren und schon hätten wir eine fertige Flöte. Ja, anders nun äh, der Fall bei diesem Stück hier auch aus dem Geißenklösterle. Äh, nicht da nun Bilder äh, von heutigen Funden. Der Permafrost taut auf in Sibirien und gibt immer wieder so etwas frei. Und da sehen wir es nun die großen Stoßzähne von Mammuts. Und mit einem Blick erkennt man sofort, das ist ganz, ganz kompliziert. Der Werkstoff, so schön wie er ist, auch heutzutage werden hier daraus noch Kunstgegenstände gefertigt, aus so fossilen äh, Mammutelfenbeinen. Diese Funde sind gar nicht so selten. Ja, man kann die im Internet kann man sich sowieso roh Elfenbein kaufen. Ich habe auch mal gesehen auf so einem Weihnachtsmarkt in so einem Center in Berlin äh, saß da so jemand und hat tatsächlich aus fossilen mammut so Souvenirs hergestellt. War irgendwie auch bezahlbar. Ja, also es ist nicht so exklusiv wie, wie man jetzt vermuten würde bei solchen ähm, alten fossilen Materialien. Äh, das Interessante ist nun, dass Elfenbein Sowohl vom heutigen Elefanten oder Flusspferd oder sowas, aber eben auch von diesen äh, ja, Tieren hier aus der Eiszeit so plattig äh, vorliegt. Im Prinzip gibt es solche Röhren äh, vor. Wir müssen uns hergehen, um so eine Mammut-Elfenbeinflöte ähm, zu fertigen, müssen wir diese inneren Teile äh, von seinem so Stoßsanden haben. Äh, würden die dann irgendwie aushöhlen noch zusätzlich, ja. Äh, dann müssten wir diese Löcher reinbringen. Und dann, und das, ist das Entscheidende, müssen wir das Ganze zusammenkleben. Also wir brauchen noch einen Klebstoff, äh, um diese Gegenstände herzustellen. Und da ist der Witz an der ganzen Geschichte: Die ältesten Flöten, die wir kennen, sind genau diese aus Mammutelfenbein. Die sind noch mal ein Stück älter als nun die ähm, ältesten, die wir hier datiert haben aus Vogelknochen. Und das ist die Antwort auf die Frage: Ist die Musik auf der Schwäbischen Alb erfunden worden? Und ich würde sagen: Nein, denn was haben wir hier vorliegen? Wir haben ein hochkomplexes Musikinstrument, wo man wirklich Erfahrung voraussetzen muss. Also, es sieht nicht so aus, als wenn da irgendjemand mal rumexperimentiert hätte und sagte, Huch, Flöte, und dann hätte wir so eine Flöte, sondern nicht nur das Instrument selbst ist perfekt gearbeitet, ja? also Funktionalität ist gegeben, sondern auch die Herstellungstechnik ist total komplex. Wir müssen nicht nur so einen Röhrenknochen haben, sondern wir müssen den willentlich herstellen, also zwei Hälften aushöhlen die Löcher reinbringen, dann zusammenkleben, um dieses Musikinstrument zu erzielen. Es sind mitnichten die Anfänge der Musik, sondern wir greifen hier archäologisch äh, Musikinstrumente in einem Perfektionsstadium, wie man es nicht vermuten würde, äh, bereits in einer Zeit, als diese Gegenstände längst ähm, hier in Europa äh, etabliert waren. In anderen Gegenden der Welt fehlen uns aus verschiedenen Gründen diese Artefakte. Und um es hier kurz nochmal auf den Punkt zu bringen, wir brauchen nicht nur diese Funde selbst. Ja? Selbst wenn diese Funde irgendwo da sind, brauchen wir Überlieferungsbedingungen, die uns gewährleisten, dass die bis heute sich erhalten haben. Und der dritte und entscheidende Punkt ist, Sie brauchen ein archäologisches Team mit Erfahrung, was diese Sedimente so aufmerksam untersucht, durch Schlemmen, ähm, dann, also durch eine Feuchtbehandlung des Sediments und dann wirklich feines Aussieben. Diese kleinsten Fitzel, ähm, dort äh, dokumentiert und auch als solche erkennt und dann in einem Restaurierungsprozess diese Dinge zusammenführt äh, und dann erst einmal den Instrumentenfund und jetzt können Sie sich selber äh, ausrechnen, an wie vielen Plätzen äh, überhaupt weltweit sowas möglich ist äh, und das ist das Besondere an der Universität Tübingen, dass wir hier diese Fundplätze vor unserer Nase haben in der Schwäbischen Alb, aber auch schon seit fast 100 Jahren oder jetzt, wenn wir die Vorväter noch mit hinzuzählen, hier aus dem 19. Jahrhundert, im Prinzip schon seit über 100 Jahren, hier eine Tradition haben in der Beobachtung dieser Höhlensedimente. Und dann schließe ich hier nun mit dem Team um die Kollegen von der älteren Abteilung für Ohren und Frühgeschichte auch kompetente Wissenschaftler, die diese Dinge hier uns erklären können und in die Öffentlichkeit tragen. Hier mal... Eine Zusammenstellung dieser äh, verschiedenen Funde. Äh, wir sehen es hier, Vogelherd, Hohlefels und Geißenklösterle. Die Anzahl der Flöten, wir haben eine Flöte hier, äh, die dem oberen Orenacien äh, zugewiesen wird, Schwanen, äh, Radius, dann hier ein anderes ähm, Tier von der Größe eines Schwans, äh, diese zweite Flöte aus dem äh, Geißenklösterle. Äh, hier sehen Sie auch jeweils das Grabungsjahr angegeben. Dann gleißen Klösterle 3 auch hier Orinacien äh, und da haben wir nun hier Mammut, Elfenbein, Hohlefels dann die drei Flöten, ähm, unteres Orinacien und deswegen sind die auch nun die ältesten. Und da sehen wir hier zweimal Mammut, Elfenbein und einmal hier ein Greifvogel äh, im Prinzip. Ähm, genau Und dann äh, aus dem Vogelherd einmal äh, nur eine grobe Zuordnung hier Orinacien. Vogelknochen und Mammutelfenbein. Genau. Bei der Frage, welche Rolle nun im Gesamtfundbild äh, des Jungpaläolithikums hier die Schwäbische Alb spielt, äh, diese Frage können wir überhaupt nur beantworten, wenn wir mal aus unserem Kessel rausschauen und mal gucken, das Ganze in, äh, in Beziehung setzen zu anderen Regionen äh, der Welt. Das gelingt uns recht gut. Bei der äh, paläolithischen Kunst, also diese Venusdarstellungen und auch Tierdarstellungen, weil wir die nun quer über Eurasien, im Prinzip von Sibirien bis hier nach Europa, Westeuropa, ähm, sehr, sehr gut ähm, kennen. Bei den Musikinstrumenten sagte ich, es ist es viel, viel schwieriger, weil die in der Regel noch stärker fragmentiert sind, weil sie auch viel ephemerer sind. Sie sind nicht so kompakt, ja, gerade diese Flöten sind ja sehr, sehr filigran äh, und dadurch haben wir schlechtere Erhaltungsbedingungen. Wir haben aber einen Glücksfall, äh, mit dem wir nun die Schwäbische Alb vergleichen können. Und das ist hier im Westen Europas, das Grenzland äh, heute zwischen Spanien und Südfrankreich, hier die Pyrenäen. Da sehen wir nun hier verschiedene Höhlen, äh, einige davon sehr bekannt, hier in Nioh zum Beispiel äh, Maset ein Fundplatz, der sehr, sehr lange schon bekannt ist. Ich möchte sie hier aber führen in den Bereich der westlichen Pyrenäen hier ins Baskenland und da sehen wir eben hier einen Fundplatz hier im Hinterland von Biarritz und Bayonne, der nun hier mit Istoritz angegeben ist. Schauen wir da kurz rein. Auch hier ein paar Fakten zur Forschungsgeschichte. Wir sehen hier mal so einen Schnitt durch dieses äh, rocafort äh, massiv Oben haben wir einen, äh, ja, so eine Art Burgfried. Und dann hier mal ein Schnitt durch die Sedimente sehen wir hier drei verschiedene Galerien. Hier die zwei Risseaux dann hier drei und vier, dann verschiedene andere Galerien. Und die unterste ist hier nur unter Wasser zugänglich heutzutage. Hier ein Blick auf den einen Höhleneingang. Dieser Platz ist lange schon bekannt und wurde beim Phosphatabbau im nordöstlichen Bereich entdeckt. 1895 bis 1898 fand da dieser Phosphatabbau statt. Ähm, erst 1912 bis 1922 fanden systematische Grabungen unter Leitung von Edouard Passmore äh, statt. Und dann noch einmal 1928 und 1950 Grabungen durch René de Saint Perrier und ähm, hier nun einige dieser Funde und das ist wunderschön, äh, super klasse hier, magdalena zeitliche Funde von ihr, also am Ende jetzt äh, des Jungpaläolithikums, von denen ähm, hier mal die, äh, also die Punkstücke ja, ähm, gezeigt werden, die auch immer in diesen wunderbaren ähm, Katalogen hier überall da sind. Sehen Sie hier dieses Filigrane-Bild hier von so einem Paar äh, ja dann hier so ein Pferdeköpfchen, ja wahnsinnig grazil äh, oder hier einfach so ein ornamentiertes äh, Hölzchen. Hier so ein weiterer Paufer und das hier ist ja der totale Hammer. So eine Speerschleuder, ähm, wahrscheinlich, erkennen wir über diesen kleinen Haken, äh, nicht aus Knochen gefertigt, äh, wo man jetzt so eine, ähm, ein, eine Wurflanze ähm, so einhaken kann und dann im Prinzip den Arm verlängert und das Ding hier rausschleudert und das Ganze hier so verziert. Wunderschön, also fantastisch ja, in der Ausführung äh, wie so ein kleines... Rehlein hier seinen, seinen Kopf äh, umwendet äh, und dann hier auf seinen ähm, Schwanz schaut. Also fantastische äh, Bildwerke, die hier aus dieser Höhle äh, uns überliefert sind. Ja, und nun äh, eben haben wir hier eine Flöte, die nun aus diesen untersten Schichten stammt und die tatsächlich auch Orinacien äh, zeitlich ist. Der Fund ist deutlich älter, also fortanungsgeschichtlich früher entdeckt worden als die Funde hier auf der schwäbischen Alb und deswegen auch nicht so gut datiert. Aber er kommt aus dieser Schicht und ist assoziiert mit Aurignacien zeitlichen Artefakten. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier vor allen Dingen typologische Übereinstimmungen. Ich glaube, wenn man dieses Stück jetzt im Vergleich sich anschaut mit den Funden von der schwäbischen Alb, besteht gar kein Zweifel, dass es sich um einen Artefakt handelt. Wir haben hier auch einen Röhrenknochen. Wir haben hier auch diese wunderbar abgeschabten Löcher. Die nun keinen Zweifel daran lassen, dass es sich hier nicht um Tierverbiss, sondern tatsächlich um willentlich gefertigte Löcher handelt. Und mehr noch, wir haben auch diese regelmäßigen Ritzlinien hier auf dem Knochen, die wir regelmäßig an diesen paläolithischen Föten beobachten können. So zumindest auf dieser Ebene der strukturellen Gemeinsamkeit besteht kein Zweifel, dass es sich hier auch um ein Menschengemachtes, im Falle hier auch Homo sapiens sapiens, also unsere Art und nicht der Neandertaler. Musikinstrument handelt. Die Frage ist nur, wie alt dieses Stück ist und das ist äh, im Prinzip jetzt ein bisschen der Casus Knactus an der ganzen Geschichte, denn die überwiegende Mehrzahl der Funde von Flöten nun aus dieser Höhle, es sind doch eine ganze Menge äh, von Flöten, die hier gefunden wurden, stammen aus späteren Epochen. Wir sehen es hier aus dem Gravettier, also der Schicht über dem Orinacien, haben wir eine ganze Reihe von Flöten gefunden. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. Äh, dann nochmal hier mh, aus diesem sogenannten finalen Orinacien und dann aus dem Solutrea äh, mindestens zwei Stücke und dann sogar aus dem Magdalena hier zwei Stücke, die eventuell da reingehören. Ja, fragt man sich, warum quer durch diese Zeiten über Jahrzehntausende hinein immer wieder nun diese Instrumentenfunde, ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. Ähm, nur vielleicht ein Stichwort hier im Hinblick darauf. Ähm, vielleicht sind es diese speziellen Überlieferungsbedingungen dort nahe am Atlantik, die dazu geführt haben, dass dieses Höhenklima im Prinzip sehr, sehr ähm, überlieferungsfreundlich ist. Dass hier nun im Gegensatz zu anderen Regionen in Europa äh, immer wieder quer durch die Zeiten so einfach ein Mikroklima herrschte, was dazu beigetragen hat, dass diese Funde immer wieder überliefert wurden. Äh, nicht das wäre eine Antwort. Vielleicht gibt es noch weitere. Ähm, an Zufall möchte man hier fast nicht glauben. Ja und jetzt sehen Sie es hier eine Flöte gehört ins Orrenasia und wäre damit zumindest relativ chronologisch auf einer Ebene mit diesen geißenblösserle Funden hier das Orrenasia. Äh, da ist jetzt noch eine alte Datierung. Das ist immer älter geworden im Laufe der Zeiten. Hier steht noch 29.000 bis 37.000. Jahre vor heute. Ich meine, das wir dort hier schon an der 40.000er-Marke mittlerweile kratzen, wenn wir die neuen Datierungen mit in Rechnungen stellen. Und ich gebe zu bedenken, wir haben immerhin eine Flöte hier, die zumindest, also zwar nicht was die absoluten Daten anbelangt, aber vom archäologischen Kontext hier in diesen Zusammenhang gehört. Und ein Hinweis darauf wäre, dass nun nicht ausschließlich auf der Schwäbischen Alb diese Funde. Vorhanden waren, sondern wahrscheinlich in großen Teilen Eurasiens äh, zu erwarten sind. Ja, noch eine abschließende Folie hier zur Flöte äh, von Istoritz. Diese eine und das ist eine ganz interessante Darstellung. Da hat man einen Nachbau hier zum Klingen gebracht. Man sieht hier diesen Frequenzbereich von 500 Hertz äh, bis 2000 Hertz äh, und dann im Prinzip hier so eine Tonalität, ähm, so eine Pentatonik, äh, die man hier drauf spielen kann. Aber jeder, der selber Querflöte mal geblasen hat, weiß auch, dass man davon abweichen kann. Nicht je nachdem, ob man die Löcher jetzt voll oder äh, halb nur greift, kann man da auch im Prinzip Abstufungen erzielen. Äh, sodass nicht gesagt ist, dass wir jetzt allein aufgrund der Mensur, also der Bohrung der äh, Löcher in der Flöte, äh, ein vorgegebenes Melodieschema haben. Äh, klar, die Grundtöne sind damit fixiert. Mh, aber wie wir gesehen hatten, äh, dieser Musiker am Anfang des Videos, der kann selbst auf seiner so Pseudo-Neandertaler-Flöte ganz wunderbar so also abgestufte Musik machen, indem man dann einfach zuhält, die Löcher nur halb öffnet und so weiter. Also ein guter Flötist kann selbst aus einem Nichtinstrument gute Töne hervorbringen und nun diese willentlich erzeugten Flöten hier erzeugen diese Haupttöne, die wir hier abgezeichnet sehen, aber man kann dazwischen auch noch eine ganze Menge mehr Musik machen. Jetzt kommen wir mal zu einem sehr sehr spitzfindigen Problem. Was aber nicht minder interessant ist und zeigt auch, wie reichhaltig äh, dieser ganze Kosmos ist hier der Musikinstrumente. Wir sehen nun hier äh, diese Flöte aus dem Hohlefels, Orinatian-zeitlich, etwa 38.000 Jahre vor heute. Und hier einen Nachbau dieses Instrumentes, äh, auch aus einem Vogelknochen. Äh, und es ist ganz klar, man kann hier einfach über diesen Kernspalt äh, direkt dieses Instrument anblasen. Aber äh, ein schlauer Kopf hier. Herr Wyatt, meine ich, war das, hat sich auch Gedanken gemacht, ob man hier ähm, diese. Ne, jean loup Brigot, hier steht's. Ähm, hier ist der Titel, finden Sie dann auf der Literaturliste im Abspann. Hat sich nun hier Gedanken gemacht, ob auch andere Anspieltechniken möglich wären. Ich habe Ihnen diese paläudischen Flöten jetzt hier bei den Kernspaltflöten äh, präsentiert, weil ich das auch für die plausibelste Deutung halte. Aber andere Spieltechniken sind theoretisch möglich. Schauen wir nun an, was hier Herr Rigaud gemacht hat. Er hat hier einmal äh, so Rohrblätter raufgebracht, äh, hier einmal aus Birkenrinde. Man kann aber auch ähm, hier andere Materialien nehmen, äh, zum Beispiel hier Horn äh, von Tieren oder beispielsweise Geweihstücke, die man jetzt hier so als einfache äh, Doppelrohrblatt oder äh, einfache und dann auch solche. Ähm, ja, Rohrblattinstrumente, im Prinzip dann, wenn man so will, ähm, Klarinetten oder Oboenartig, die man dann hier draufsetzen kann und kann äh, da nun auch Klang aus diesen Flöten ähm, herausbringen. Hören wir uns ein erstes Beispiel an. Hier tatsächlich Simon Wyatt, hatte ich doch nicht ganz unrecht hier. Äh, Soundbeispiel: Istoritz-Flöte mit Schilfrohr und das Ganze zwei Flöten hier zusammengespielt als Doppelscharmai. Ja, das hört sich furchtbar an. nicht? Äh, ziemlich schief. Äh, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber das ist immer so, wenn dann Archäologen solche Dinge nachbauen äh, und dann die auch selber zum Klingen bringen wollen. Ähm, es ist nicht ganz überzeugend, auch vom Klang. Ergebnis. Immerhin finde ich bemerkenswert, dass äh, überhaupt äh, Geräusche hier erzeugt werden können. Können Sie sich vorstellen, äh, nicht so ein Grashalm, auf dem wir blasen würde, irgendwie so einen ähnlichen Klang hervorbringen. Und theoretisch. Wäre es möglich, hier mit einem einfachen Rohrblatt, aus ähm, hier steht es dann äh, nicht, Schlöte mit Schilfrohr als Doppelschalmei, ähm, so etwas zu spielen? Schauen wir uns nun hier an, so ein Federrohrblatt. Das ist im Prinzip der ähm, Schaft einer Feder, äh, den wir anschlitzen und dann sozusagen so einen Span rausheben. Und dann hätten wir so eine Art Durchschlagzunge, äh, die dann auch spielt. Das sind äh, so Instrumente, die heutzutage in so traditionellen balkanischen Dudelsäcken verbaut sind. Äh, Im Prinzip der Grund, ähm, Idee, die Grundidee ist dann auch so ein obonartiges Instrument und schauen wir auch da kurz äh, oder hören uns vielmehr äh, dieses Musikbeispiel noch an. Ja, auch das äh, relativ kläglich, aber prinzipiell möglich. Äh, nicht, das wäre so diese Spannbreite. Äh, ja, es ist nun äh, auf der Ebene der Artefakte selbst schwer zu belegen, äh, ob nun ein Rohrblatt hier tatsächlich angebracht war. Ich halte das sogar mit dem Federkiel, der eingesteckt wird in die Röhre, noch für problematischer, weil das müsste auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Wir müssten diesen Federkiel auch irgendwie fixieren. Wir sehen, dass hier ist das so gelöst durch verschiedene kleine Aufsätze, die wir da drauf haben. Ähm, Im einfachsten Falle noch wäre hier so ein Rohrblatt, was wir so draufbinden. Und da könnte uns zu Hilfe kommen, dass diese Instrumente ja so angeschrägt sind und dann könnte man sich vorstellen, dass da im Prinzip so eine Zunge drauf lag. Aber auch da, denke ich, müsste man genauer schauen. Nicht äh, heutzutage bei so Oboen, äh, nee, vielmehr bei Klarinetten äh, wird ja das Ohrblatt festgebunden. Klar gibt es auch solche Spangen heutzutage schon, äh, aber traditionell ja eher so festgebunden. Ähnliches könnte man sich hier für das vorstellen. Das Ganze müsste dann so aussehen, äh, aber auch da würden wir eventuell solche Nutzungsspuren erwarten. Es würde sich vielleicht lohnen, äh, die Artefakte selbst daraufhin nochmal anzuschauen. Der Umstand, aber, dass wir auf diesen Instrumenten auch ohne irgendwelche Aufsätze, ohne Zusätze musizieren können, ist doch ein deutlicher Beleg dafür, dass es vielleicht so etwas gar nicht hatte. Damals zumindest brauchte man diese Aufsätze nicht, um daraus Musik zu machen. Gut, machen wir einen zeitlichen Schnitt, schauen ganz kurz noch mal in die Epochen nach der Eiszeit hier mal weiter in Eurasien. Hier im Hinterland von äh, Gelben Meer südlich von Peking, ähm, die Provinz Henan, äh, hat uns hier einen ungewöhnlichen Fundplatz geliefert. Es handelt sich um eine neolithische Siedlung, also jungsteinzeitliche Siedlung am Gelben Fluss in der zentralen Ebene des alten China, heute Wuyang in der Provinz Henan. Dort nun wurde im Jahr 1962 eine Siedlung entdeckt und hier auch groß ausgegraben, deren älteste Phase. In einer Zeit gehört, die vergleichsweise alt ist im Vergleich zu dem europäischen Neolithikum, so etwa zeitgleich wäre mit dem vorderasiatischen Neolithikum, in der Zeit des frühen 7. Jahrtausends vor Christus gehört, hat dann eine mittlere Phase hier in der Zeit, als das Neolithikum äh, sich so ungefähr von ähm, Kleinasien nun in die Ägäis bewegt. Und die Spätzeit wäre dann zeitgleich mit unserem frühen balkanischen Neolithikum in Südosteuropa. Interessant nun es gibt Gefäßfunde und äh, auf diesen Gefäßen äh, tauchen dann nun solche Piktogramme auf, hier so ein augenartiges Zeichen und dann so ja irgendwelche Schriftzeichen äh, möglicherweise also oder sagen wir mal Zeichen, die möglicherweise, so muss man formulieren hier frühe Formen von Schrift darstellen. zumal sie ja äh, zumindest durch unseren europäischen äh, Laienblick hier auch so ein bisschen aussehen wie dann die späteren chinesischen äh, Piktogramme. Schauen wir nun hier rein in diese Siedlung, da gibt es nun eine Bestattung hier und da sehen wir nun hier Grabbeigaben, im Grab hier ein Gefäß am Fußende und dann hier ganz interessant im Bereich des Oberschenkels von dieser Bestattung hier gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flöten. Ja, und da steht es schon, auch das sind Flöten aus den Knochen von... Vögeln. Und diese Vögel sind sehr besonders, denn es handelt sich hier um Kraniche. Hier sehen wir das Ganze, eine Ulna von so einem Kranich, relativ lang und dann sehr, sehr besonders hier. Ein Stück hat offenbar hier auch so eine Kerbe, die eventuell dem Anlassen des Instrumentes gedient haben könnte. Und dann interessant hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Löcher. Also ganz wunderbar, auch ist das Ganze hier spielbar. Nutzt dann halt fast alle Finger, die wir haben. Zumindest vorne die Daumen brauchen wir zum Gegenhalten. Und das Ganze wiederholt sich hier immer. Hier immer sechs Löcher, hier mal sieben Löcher. Nicht hier sogar mal so ein Doppelloch angebracht. Also hochinteressant, dieser Instrumentenfund hier aus Yahoo. So heißt dieser Fundplatz. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Vielleicht ist es auch Yahoo. Das kann ich Ihnen leider nicht bieten. Ja, in späteren Zeiten dann. Haben wir natürlich zahlreiche Instrumentenfunde? Das geht dann auch rein in die bildlichen Darstellungen. Da allerdings immer so ein bisschen das Problem, handelt es sich tatsächlich um Rohrblattinstrumente oder tatsächlich um Kernspaltflöten. Hier mal ein prominenter Fall der Umsetzung eines Instrumentes in ein edles Metall. Das wäre hier aus Silber aus dem Königsfriedhof von Ur, der uns ja auch diese wunderbaren. Leiern da geliefert hat, auf die ich vielleicht später nochmal zu sprechen komme. Die Zeit ist hier erste Dynastie, 2450 vor unserer Zeit. Ähm, dieses Stück wird hier in Philadelphia äh, im Universitätsmuseum äh, aufbewahrt. Wir sehen es hier in verschiedene äh, Fragmente zerbrochen, eine ganz lange äh, und das wäre im Fall dann die älteste Flöte, die wir hier aus Metall haben, wie die nun geblasen wurde, ob quer oder längs. Ähm, kann ich Ihnen nicht sagen. Dann haben wir hier mal ein Stück aus der Halsscherzeit. Äh, das äh, Erdwerk hier von Niedererlbach. Äh, da so eine kurze Flöte, die offenbar mal hier von dieser Seite anspielbar war äh, und zeigt dann hier immerhin drei Löcher, also so eine Art Pfeife, auf der man dann eine einfache Tonfolge produzieren konnte. Äh, nicht 5,5 Zentimeter, die uns hier mal so Pars pro Toto anzeigt. Das Flöten im Prinzip vom Paläolithikum nicht irgendwann aufgehört hat zu existieren, sondern im Prinzip wir haben diese Instrumente die ganze Zeit über äh, bis heute äh, nicht könnte man dann eine Kulturgeschichte der Flöten äh, schreiben. Das letzte Kapitel äh, für die heutige Sitzung beschäftigt sich dann mit diesen Umsetzungen von Flöten in Keramik. Äh, hier für Europa haben wir ja diese Gleichung, dass mit der Sesshaftigkeit erst die Keramikproduktion anfängt. Damit verbunden ist im Prinzip auch eine neue Produktionsweise von Lebensmitteln. Ackerbau und Viehzucht sind da die Grundlage. Und davor da hätten wir es zu tun mit Jägern und Sammlern. Das ist nicht überall auf der Welt so. Wir haben auch zahlreiche Beispiele, brauchen wir gar nicht so weit weggehen, in Skandinavien im Ostseeraum, für Kulturen, wo Keramikproduktion älter ist als die Sesshaftigkeit und verbunden wird mit Jägern und Sammlern und vor allem Fischerkulturen. Oder die älteste Keramik überhaupt weltweit äh, stammt nun aus Japan, äh, die Jomon-Kultur, äh, wo wir auch es zu tun haben mit einem Milieu von vielleicht so äh, nicht permanent, aber doch zeitweilig sesshaften äh, Menschen, die dort äh, vor allen Dingen auf Fischfang äh, gehen. Die Keramik ist so 10.000, 12.000 Jahre alt. Äh, hier für Europa sieht es aber so aus, zumindest Südosteuropa, hier äh, Mitteleuropa dass ähm, Keramikproduktion im Prinzip erst mit der Sesshaftigkeit äh, beginnt. Ich muss sagen, Gefäßkeramik, denn Figurinen aus Keramik haben wir schon aus dem Jungpaläolithikum. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, Beate Pomberger hat sich hier sehr verdient gemacht und hier nun äh, verschiedene Keramikgegenstände auf ihr akustisches Potenzial hin untersucht und kommt nun hier mit verschiedenen Funden aus einem Fundplatz des ältesten äh, Neolithikums von Mitteleuropa. In der Nähe von äh, Wien. Brunnen am Gebirge nennt sich dieser Platz. Und äh, schauen wir uns diese Gegenstände an. Äh, es ist hier gebrannter Ton, also wirklich Keramik. Und es handelt sich hier um solche Röhren, äh, die nun dadurch sich auszeichnen, dass sie auf einer Seite so drei Löcher aufweisen und auf der rückwärtigen Seite jeweils ein Loch. Äh, dieses eine Stück zeigt hier ist es geschlossen im oberen Bereich und unten geht es nochmal fort. Da ist dann auch so eine Art Röhre. Wir haben hier ein weiteres Stück, was auch hier diese drei Löcher aufweist. Eins ist vollständig erhalten, die anderen beiden sind angebrochen. Auf der einen Seite und auf der Rückseite ist ein Loch. Wie das Ganze nach unten zu ergänzen ist, ist relativ fragwürdig. Ja, sie hat dann diese Funde, wie ich finde, doch zu Recht hier mit Funden, die ich mal veröffentlicht hatte, in Verbindung gebracht hier zunächst mal vom Fundplatz of Gorata. das ist ein frühneolithisches Stück und dann ähm, 1400, 500 Jahre später hier die Parallelen auch aus Nordbulgein, aber auch eben aus der Kupferzeit dann erst, ähm, die alle ganz ähnlich aussehen. Es handelt sich immer wieder um solche ja, Tonkoni, die dann auf der Vorderseite drei Löcher aufweisen, auf der Rückseite ein Loch. Auch diese Stücke haben hier diese drei Durchbohrungen auf der Vorderseite äh, und auf der Rückseite eins. Sie sind oben und unten offen äh, und auch ähm, zwischendrin ist da nichts, was jetzt hier mh, irgendwie das Ding schließt. Und insofern unterscheiden sie sich von diesen Gegenständen hier aus Brunnen und Gebirge. Ja. Also von außen sehen die Gegenstände komplett identisch aus, immer durch diese drei Löcher. Äh, auf der einen Seite ein Loch hinten und dann oben und unten offen, aber hier eben geschlossen in der Mitte und die sind alle offen. Nichtsdestotrotz ähm, geht nun Frau Pomberger hier davon aus, dass es sich hier tatsächlich um so etwas wie Gefäßflöten handelt. Und mehr noch, sie hat dafür auch sehr gute Argumente, denn sie hat diese Dinge nachgebaut und sie kann darauf musizieren. Gut, ähm, was auch so ein bisschen ein Hinweis darauf wäre, dass es sich vielleicht doch um äh, etwas anderes handelt als nur profane Gegenstände, so Püppchen oder einfache Idole. Ist der Umstand, dass sie über so einen langen Zeitraum äh, belegt sind? Bohnen im Gebirge gehört nun so in diese Zeit des ausgehenden 6. Jahrtausends. Wie alt es nun wirklich ist, also oder sagen wir mal 6. Jahrtausend, ist so ein bisschen umstritten. Auch da geht es um die Diskussion von C14-Daten. Äh, bei diesen Stücken hier aus dem Balkanraum, die ich veröffentlicht habe, äh, da ist die Sache ein bisschen klarer fixiert. Äh, Oft Burata dürfte so 5700 vor Christus sein. Und diese Parallelstücke dazu, die sind so aus der Zeit 4500. Also wir haben da 1200 Jahre Zeitdifferenz dazwischen. So, und jetzt frage ich mich, ein Gegenstand, der strukturell völlig identisch ist, ja, also immer diese gleiche Form hat, was äh, könnte das sein, dass das so langlebig ist, ja, dass das im Prinzip ohne äh, gravierende Veränderung... So lange hier da ist. Und dann denke ich, wäre so eine pragmatische Nutzung wie beispielsweise für so ein Musikinstrument eine einfache Erklärung. Ja, dass man einfach sagt, das Ding muss so aussehen, damit man darauf das und das machen kann. Ja, ansonsten sind diese Gegenstände umverziert. ja Es sieht nicht so aus, als wenn die irgendwie großartig hier rituell irgendwie genutzt werden. Dafür sind sie einfach zu schlicht gefertigt. Und sie sehen sich doch sehr, sehr ähnlich. Und möglicherweise ist hier die Frage, ob das jetzt geschlossen ist oder nicht. Ähm, auch relevant für irgendwelche Spieltechniken. Ähm, ich weiß es schlicht nicht. Ähm, hier nun äh, weitere Beispiele von Frau Pomberger. Äh, hier mal so eine Kugelflöte mit drei Löchern. Äh, nicht, das wäre sowas ähnliches wie hier. Und dann hätten wir so eine Art Ocarina, ja, diese Tonflöten, die auch heute noch in Südosteuropa in der Folklore eine sehr, sehr große Rolle spielen. Gefäßflöten tauchen dann später sehr, sehr häufig auf. Hier mal Beispiele aus dem... 18., 17. Jahrhundert vor Christus, also es wäre so Bronzezeit, äh, Perstolzdorf, Hochberg, äh, irgendwo im deutschsprachigen Bereich, ich weiß jetzt nicht, ob Österreich oder äh, Deutschland, äh, dann hier mal Pilin, das scheint in ähm, Tschechien zu liegen, auch aus der Bronzezeit, äh, hier so Mittelbronzezeit, und dann hier Funde aus der Spätbronzezeit, die hier so ein Tierköpfchen zeigen, hier ähm, ganz eindeutig auch so eine ähm, ja, Kernspaltflöte aus Ton gefertigt. Auch mit so etwas können wir dann rechnen ab den Zeiten des Neolithikums hier in Mitteleuropa. Das Ganze ließe sich dann beliebig fortführen in die Neuzeit. Hier nur zwei Beispiele aus einem älteren Werk hier von Seewald 1958. Hier mal eine mittelalterliche Pfeife hier, 9. bis 10. Jahrhundert, wo wir nun diesen Kernspalt sehr, sehr gut erkennen können. Also hier wird angeblasen, unten ist das geschlossen, das Ganze, und dann haben wir hier so eine einfache Pfeife. Ähm, später dann äh, begegnen diese Gegenstände dann regelmäßig auch in Form von solchen Tierchen. Hier mal so Beispiele über diese mh, grüne Glasur. Lässt sich das Ganze hier doch relativ gut eingrenzen. Gehört ins 16. Jahrhundert. Bildliche Darstellungen gibt es zuhauf. Da aber, wie gesagt, haben wir immer das Problem, handelt es sich um Rohrblattinstrumente oder um ähm, Kernspaltflöten. Das ist im Einzelfall dann nicht zu entscheiden. Deswegen äh, spare ich mir die bildlichen Darstellungen auf. Für die nächste Stunde, wenn es dann um diese schalmeiartigen äh, Aulos- und so weiter Instrumente geht. Und äh, für diese Stunde nur so viel. Ja, damit wäre ich äh, für die heutige Stunde am Ende. Freuen Sie sich also auf die Fortführung dieses Kapitels der Blasinstrumente. Und als Ausklang äh, kommt nun hier ein Video äh, von, aus dem äh, berühmten Film hier von Werner Herzog, ja, der äh, bekannte Regisseur hat einen Film gemacht über diese fantastische Bilderhöhle Grottoe und wir hören nun hier äh, Wolf Hein, wie er auf einer dieser Flöten spielt und da erklingt tatsächlich die amerikanische Nationalhymne. Äh, nicht, und das zeigt uns äh, nicht. Diese Flöte äh, ist wahrscheinlich nicht dafür gearbeitet worden, dass man dort irgendwelche solche Melodien spielen kann. Aber wenn man äh, lange genug übt und äh, Flötentechnik beherrscht, kann man das äh, tun. Ja, wie immer herzlichen Dank hier an die Technik, heute wieder allein Christoph Regli, der große Held, hier sowohl am Ton als auch am Bildregler und ähm, können Sie sich vorstellen, der hat im Nachgang immer noch sehr viel Arbeit hier, diese ganze Sache in eine Form zu bringen, dass Sie es dann einfach gemütlich sich zu Hause auf dem Sofa anschauen können. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei unseren Blasinstrumenten. One of the most important finds. Uh, we made in this cave was a very tiny flute made out of the radius of a vulture astonishing on this flute is that it is, the, uh, that it is pentatonic and this is uh, the same tonality we are used to hear today and if you like i'll try to play some small tunes for you When I first uh, reconstructed the instrument, tried to play some tunes, I came across these ones. Sounds a little bit like Star Spangled Banner. <laughs>